2011, die Zahlen, wie kann man die zusammenfassen? Ja, es war ein schwieriges Rechnungsjahr, insgesamt ein schwieriges Jahr. Wir haben es aber auch gewusst. Wir haben ja prognostiziert, dass wir tief, dreistellig, negativ abschliessen werden. Das ist fast eine Punktlandung insgesamt vom Ergebnis. Wir schliessen mit 160 Millionen Minus ab, davon 138 aus der ordentlichen Tätigkeit. Ich glaube, es ist die wesentliche Größe. Und wir müssen aber auch sagen, dass wir dort einen Sondereffekt haben bei den Einnahmen. Also weiterhin grosse Disziplin und wir müssen dort halt wirklich grosse Sorge dafür tragen, dass unser Staatshaushalt wieder in Ordnung kommt. Was sind so zusammengefasst die wichtigsten Änderungen gegenüber dem letzten Jahr? Ja, was mich sehr freut, ist, dass uns gelungen ist und dass wir den grossen Kraftakt geschafft haben, dass wir eine Trendumkehr hergebracht haben bei den Aufwänden. Personalaufwand weniger als budgetiert, wir haben im Sachaufwand weniger ausgegeben budgetiert. Wir haben vor allem mit den Beitragsleistungen den grössten Brocken mit über 400 Millionen das erste Mal weniger seit Jahren, fast Jahrzehnten, wo wir weniger stabil ausgehen wie in den Vorjahren. Insgesamt haben wir 2,5% weniger im gesamten Aufwand von 900 und etwas Millionen ausgehen. Und wenn man noch denkt, in den früheren Finanzplanen hat man mit durchschnittlicher Wachstumsrate von 2% gerechnet, so glaube ich, muss man da auch mal den Dank aussprechen. Natürlich die politischen Mitstreiter im Parlament, aber auch die Regierungskollegen und die Verwaltung insgesamt, dass wir das geschafft haben. Vielleicht noch ein Ausblick auf das Jahr 2012, wie sieht es da aus? Ja, es ist ganz schwierig. Ich würde sagen, es ist fast noch schwieriger Jahr als 2011. Jetzt wir bilden ja höher vor allem die Ergebnisse vom letzten Jahr ab. Wir wissen, dass der Frankenstärke natürlich unsere Exportindustrie sehr zu schaffen macht, dass wir andere Einflussfaktoren haben, dass die Transformationsphase vom Finanzplatz noch läuft, dass wir aber dort auch erste wirklich schöne Erfolge sehen. Aber insgesamt werden wir Ergebnisse haben, wo wahrscheinlich noch schwieriger sind wie das Heurige, weil wir natürlich auch Effekte drin haben, die jetzt greifen, wie zum Beispiel der Eigenkapitalzinsabzug, der halt dazu führen, dass grosse Unternehmen, starke finanzkapitalintensive Unternehmen fast keine Steuern zahlen. Und dort wollen wir ja Korrektur herbringen. Das Fazit, Sie haben es vorgesagt. Disziplin, Disziplin, Disziplin.